Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder ein kleines Experiment gestartet und zwar habe ich mal wieder ein Beauty-Produkt aus Korea ausprobiert und diesmal handelt es sich um eine Fußmaske, genauer gesagt um eine Fußpeeling-Maske und das war wirklich sehr speziell. Ich habe sowas noch nie vorher gesehen und auch das Ergebnis hat mich wirklich überrascht. Ich habe es ausprobiert vor circa einer Woche und jetzt konnte ich euch endlich das Ergebnis zeigen. Von daher kommt das Video jetzt. Es dreht sich um Füße. Ich hoffe, keiner von euch hat was gegen Füße, denn sie werden ab und zu im Video zu sehen sein aus Demonstrationszwecken. Noch ein Vorwort. Es ist eine Fußmaske. Man wickelt sich zwei, wie so eine Art Plastiktüten um die Füße. Irgendeine Substanz, es fühlt sich an wie eine Creme oder sowas. Man lässt das Ganze 90 Minuten an den Füßen, spült dann die Füße ab und ja, zuerst hat sich einfach mal gar nichts getan. Es hieß, dass nach 4 bis 5 Tagen ein Effekt kommt, aber auch nach 4 bis 5 Tagen hat sich erstmal nichts getan. Die Füße sahen aus wie immer, sie haben nicht gebrannt, nicht gejuckt, nichts. So, ich dachte mir, ich zeige euch nochmal die Füße, wie sie jetzt sind. Es sind jetzt 2 Tage vergangen und es sind noch keine Anzeichen davon, dass die Fußmaske irgendwas bewirkt. Von daher warte ich mal einfach weiter ab, weil das hieß ja, dass es nach 4 Tagen erst beginnt. Und zeige euch den Fuß nochmal, wie er vorher aussieht. Dann haben wir nachher einen guten Vergleich. So, für alle, die keine Füße mögen. Ja, man sieht ja, dass viel Hornhaut da ist. Und ja, ich war auch noch nie bei einer Pediküre oder so. Von daher wird da noch nie was abgehobelt. Von daher bin ich mal gespannt, ja, wie die Füße danach dann aussehen werden. Genau, aber das ist der Status quo. Nach einer Woche kam dann schließlich das Ergebnis. Seht selbst. Leute, es ist jetzt über eine Woche her, dass ich die Fußmaske angewendet habe und bisher hat sich echt gar nichts getan. Ich habe es schon aufgegeben und dachte, okay, ich habe es vielleicht zu wenig lange drauf gelassen und da kommt nichts mehr. Schade, aber macht nichts. Habe immer noch ein bisschen geschaut und es hat sich echt nichts getan. Bis jetzt am Wochenende, ich war auf einer Hochzeit, am Abend sich auf einmal die Füße geschält haben. Das war, gestern Abend eigentlich. Und jetzt zeige ich euch meine Füße, wie sie jetzt aussehen. Und das ist echt krass, weil jetzt passiert wirklich was. Und davor war echt nichts. Und jetzt auf einmal, geht's los. Ich zeige euch das mal. So, sorry an alle, die keine Füße sehen können. Ihr könnt jetzt gerne abschalten. Und ja, ich zeige euch mal meinen Fuß. Und jetzt kann man hier genau sehen, wie sich auf einmal die Haut hier überall ablöst. Also richtig krass. Hier, überall. Und darunter kommt richtig frische Haut zum Vorschein. Also man kann das hier richtig abziehen. Schaut mal. Boah. Krass. Und hier dann hat sich schon geschält und es ist richtig weich. Richtig weich. Das ist extrem. Schaut mal hier. Ich weiß, das ist nicht der schönste Anblick, aber darunter kommt echt Babyhaut zum Vorschein. So extrem, schaut mal. Kann man alles einfach abziehen. Und hier ist noch der andere Fuß, der linke Fuß zum Vergleich. Und hier genau das gleiche. Ist echt krass. Alles schält sich. Wow. Heftig. Ich werde jetzt mal die Haut noch abziehen und die Füße schön waschen und peelen und danach sind sie wieder babyweich.
Echt krass, ich bin echt überrascht und es ist immer wieder überraschend, was es für Produkte in Korea gibt. Ich habe ja schon diese Nose Strips getestet, die schwarzen, die auch richtig gut funktioniert haben. Meine Nase ist immer noch porenfrei. Ich verlinke euch das Video mal hier oben und in der Infobox. Und ja, die Fußmaske verlinke ich euch auch mal in der Infobox, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Bei mir hat sie echt super funktioniert, echt krasses Ergebnis. Und ich hoffe, es war für euch interessant und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich über einen Daumen hoch von euch. Dankeschön und ciao.